Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe heute am Freitag, dem 9. Oktober 2020. Ja, gestern wieder einmal positive Stimmung in der Wall Street, also konnte somit hier ja letztendlich die positive Stimmung auch vom Mittwoch fortgeführt werden. Und wenn wir an dieser Stelle auf den amerikanischen S&P 500 Index blicken, was fällt auf? Wir haben es zumindest gestern erstmalig geschafft, den Kurswiderstand von ca. 3430 Punkten aus dem Weg zu räumen. Natürlich, jetzt ist die große Herausforderung, diesen Ausbruch zu verteidigen. Die Nachrichtenlage, ja, sie ist durchaus etwas angespannt, aber sie war auch teils schon recht schlecht und trotzdem hat eben der amerikanische Aktienmarkt hier nicht den Weg nach oben gescheut, sondern ganz im Gegenteil, er ist hier mit voller Kraft voraus wieder unterwegs und ja, jetzt muss man eben genau schauen, kann der Ausbruch verteidigt werden, ja oder nein, oder sehen wir vielleicht noch vor dem Start in das Wochenende entsprechende Gewinnmitnahmen. Die aktuellen Future-Indikationen deuten zunächst einmal nicht darauf hin, ganz im Gegenteil, hier sieht das Ganze noch aus, als würde der Start in den Handelstag recht positiv ausfallen, aber abgerechnet wird bekanntlich erst zum Tagesschluss und da wird man dann eben entsprechend sehen, wie die Woche auch ausgegangen ist. Dann noch ein Blick auf den Technologieindex Nasdaq. Ja, ich finde es weiterhin unglaublich spannend, denn der Technologieindex Nasdaq, er steuert ja eben auf diesen Kurswiderstand von rund 11.600 Punkten zu. Maximal eben ist und bleibt eine Kurserholung in Richtung der grünen Trendlinie gegeben als sogenannter Pullback. Das ist weiterhin mein Maximalziel und von dort aus dürfte dann im Idealfall auch hier wieder eine Abwärtsbewegung mit dem ersten Ziel von ca. 11.200 Punkte in etwa erfolgen. Bricht diese Marke, dann sind tatsächlich sogar Kurse wieder von bis zu 10.700 Punkten auf der Agenda. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und es wird sich jetzt eben entscheiden müssen, sehen wir beim S&P 500 Index einen nachhaltigen Ausbruch und zieht der Technologieindex Nasdaq jetzt wirklich nach? Erstens, kann er die 11.6 bezwingen? Wenn ja, darf man nicht vergessen, dass oberhalb von 11.6 derzeit schon eben die grüne Trendlinie, das heißt 200 Punkte Puffer nach oben wären hier, aber dann dürfte wirklich Schluss sein wieder für die Bullen. Und vielleicht sehen wir dann noch entsprechende Gewinnmitnahmen noch vor den letzten Tagen der US-Wahl, denn natürlich auch hier, es ist und bleibt eine 50-50-Chance zwischen Trump und Biden und das könnte eben auch die Anleger deutlich verunsichern. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis zur nächsten Ausgabe.